Eine Recherche, die es in sich hat. 8 Mitarbeiter des russischen Geheimdienstes FSB, heißt es, sollen hinter dem Giftanschlag auf den Kreml-Gegner Alexei Nawalny stecken. Monatelang haben Investigativjournalisten der Portale Bellingcat und The Insider Daten ausgewertet, unterstützt von internationalen Medien wie dem Spiegel und CNN. In wechselnder Besetzung hätten diese Agenten Nawalny über lange Zeit begleitet und überwacht. Einer habe gar in seinem Wohnblock gewohnt. Unter den Männern, sagt einer der Journalisten, seien Ärzte und Chemiker. Da waren auch Chemiewaffenexperten dabei. Einer hat früher in dem Geheimlabor gearbeitet, das Nowitschok hergestellt hat. Solche Leute schickt man nicht auf eine einfache Beschattung. Auch auf der Sibirienreise, auf der Nawalny im August vergiftet wurde, sollen 3 Männer der Gruppe dabei gewesen sein. Nawalny wurde später in der Charité behandelt, ist immer noch in Deutschland. Heute meldete er sich auf seinem in Russland sehr populären Videokanal. Ich weiß jetzt, wer mich umbringen wollte. Ich weiß, wo sie wohnen, wo sie arbeiten. Ich kenne ihre echten und falschen Namen. In den Stunden, in denen Nawalny das Gift wohl verabreicht bekam, hätten die Männer mehrfach mit einem Moskauer Labor telefoniert, das früher Chemiewaffen hergestellt habe. Russland hat im Fall Nawalny bislang keine Ermittlungen eingeleitet. Präsident Putin hatte erst am Donnerstag gesagt, er sehe dazu keine Voraussetzungen.